Also wieder sehr gut 5 Innings lang gespielt und wieder leider verloren. Und jetzt sind wir nicht im Halbfinale. Wir haben im ersten Inning durch einen Error haben wir und 2 Passed Balls haben wir auch ziemlich unnötig 3 Runs reinbekommen, haben dann aber jedes Inning 5 Innings lang, jedes Inning 1 Punkt gemacht und im fünften sogar 2, waren 7-6 in Führung. Luca Patschke hat super gepitcht. Wir haben sehr gut gehauen, wir waren aber im Feld wieder leider shaky und waren nicht richtig aggressiv, waren ein bisschen furchtsam teilweise manche Spieler, haben den Ball nicht gecharged und wir haben die Italiener im Spiel gelassen. Wir hatten sie eigentlich fest im Griff, haben auch alle Scouts gesagt. Wir waren wie gegen die Holländer eigentlich besser und das macht es halt umso bitterer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Wir müssen einfach jetzt gucken, dass wir die nächsten Spiele wenigstens gewinnen. Bis zum fünften Inning, fantastische Leistung. Danach war es halt so, dass wir gleich mit einem blöden Fehler, also der Pitcher, der Closer ist, Kevin König, ist nicht gut ins Spiel gekommen, hat dann Bunt weggeworfen. Die Bunt-Defense hat auch nicht richtig gestanden und dann sind Bälle beim Catcher durch, die vielleicht nicht hätten durchgehen müssen. So konnten die Italiener halt Punkte machen. Wie es dann so ist, wenn dann mal eine Mannschaft wackelt, vor allem eine junge Mannschaft, dann kommt auch der ein oder andere Hit. Und dann im siebten Inning haben wir zwar mit dem Base-Hit von Matthias Downey gestartet, danach kam aber Double Play und dann war es halt gegessen. Ich meine, wir haben das aber jetzt ganz gut drüber gesprochen und verarbeitet, sind ja junge Spieler und das ist halt auch ein Prozess, das ist das erste große Turnier in ihrem Leben. Und wir sind eigentlich wieder an der eigenen Courage und an den eigenen Nerven gescheitert. Und es ist bitter, aber man kann trotzdem sagen, die Jungs spielen genauso gut. Wir haben jetzt sowohl gegen Italien wie auch gegen Holland, hatten wir den Sieg ganz nah. Das heißt also, wir sind auf jeden Fall mit denen auf einem Niveau. Und wir können uns leider nichts dafür kaufen, weil wir ja leider verloren haben. Das ist der Fakt. Was muss ich im nächsten Jahr ändern, damit dieses nah dran endlich vorbei ist? Ja, also was mich halt, womit ich ein bisschen hadere ist, also wir haben in Boca Chica ja viel durchgeübt und viele Automatismen eintrainiert. Das war aber im März, Anfang April. Und dann wollte ich ja mit der Nationalmannschaft, hatten wir eigentlich was geplant für Pfingsten. Da ging aber ein großer Aufschrei durch die Landesverbände, dass die Jugendspieler doch für die Länderpokale gebraucht werden und es wäre vielleicht gut gewesen, halt dieses am Pfingsten doch halt was zu machen. Ich meine, wir hätten Zeit gehabt, aber wir haben die Spieler nicht frei bekommen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Landesverbände, dass die auch ihr Programm durchziehen wollen und dann sagt man immer, man will Baseball nicht durch Baseball ersetzen. Aber was ich auch schon mal gesagt habe, es ist halt so, dass die meisten Jugendspiele, die sind nach 3, 4 Innings zu Ende. In Deutschland und auch bei den Länderpokalen sind nur wenige richtig spannende Spiele. Und man hat es ja jetzt zweimal gesehen, dass wir bis zum fünften Inning besser sind und dann die letzten 2 Innings halt einbrechen. Und dass halt manche viele Routine-Spielzüge oder die Antizipation für die möglichen Züge, die kommen können, einfach nicht hundertprozentig gespeichert ist. Und das muss halt durch noch mehr Spiele kompensiert werden und noch mehr Spiele auf gutem Niveau. Also ich habe mit den Holländern auch gesprochen, waren heilfroh, dass sie gegen uns gewonnen haben. Die Italiener auch, die haben natürlich auch gewusst, das, was sie eigentlich hatten. Und die sind auch bereit gegen uns oder sind sehr interessiert, mit uns zu spielen. Wir müssen halt nur die Termine finden dafür. Und da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Womit ich sehr zufrieden bin, unser Starting Pitching war sehr gut. Wir haben nur zweimal halt das Relieving und Closing hat nicht geklappt.